Ja, willkommen zurück bei Chrono Trigger. In der letzten Folge sind wir ja mehrfach den Berg hoch und runter gestiegen. Und da will einer von den Reptiden eine Brücke bauen, du bist dabei und hat die Unterstützung eines Nu und der hat jetzt Appetit. Und hat gesagt, dass es früher was Gutes gab, was Monster hinterlassen haben. Also früher heißt, wir müssen wieder in die Zeit zurück. Und gehen halt in die Urzeit. Wieder ins vergessene Refugium. Mal sehen, ob die was wissen wegen der Nahrung für News. So, was mit dir? Meiner Tochter geht es wieder so gut wie ihr und je. Es ist fast ein Wunder und das alles dank euch. Spitze. Du? Rostige Klingen. Ja, egal. Wenn es mal rostige Klingen gibt. Nu-Futter? Warum geht er nicht im Wald und in den Bergen auf Jagd? Kann mir gut vorstellen, dass man da einiges an Essbarem findet. Im Wald und in den Bergen, okay. Wie geht's uns eigentlich? Wir sind voll. Du noch was? Sind die Monster wirklich alle fort? Die anderen meinen zwar, sie hätten keine mehr gesehen, aber irgendwie finde ich immer noch keine Ruhe. Im Wald und auf den Bergen. So ein Wunder-Edelstein. Sollt ihr wieder mal so ein prachtvolles Exemplar finden, dann zögert nichts mir zu zeigen, hört ihr? So, im Wald. Irgendwelche Monster, hast du noch was zu sagen? Tief in diesem Wald wuchs einst ein gewaltiger Baum, doch die Monster hier hat ihn gefällt. Wirklich, haben wir sein Holz war robust und von ausgezeichneter Güte. Ja, wir haben doch schon Holz davon mitgenommen. Monster, wo ist ein Monster? Im Wald, hat er ja gesagt, oder auf den Bergen. Wenn im Wald nichts ist, na gut. So. Da liegt was. Millenniumsfrucht erhalten. Vielleicht, ich gucke mal, ob noch irgendwo ein Monster ist, dann kann man vielleicht noch eine zweite. Oh. Damit es schneller geht, gleich mal sowas. Gut, hier gab es nicht noch eine Millenniumsfrucht, also hoffen wir mal, dass die eine Frucht reicht. Also gehen wir zurück. Hast du hier unten noch was zu sagen? Oh, dieser Stein, wie hell er leuchtet, damit findet man sich sicher auch in tiefster Dunkelheit zurecht. Was meint ihr, hättet ihr Lust für mich, die Höhle zu erkunden, die am Ende des Steins westlich der Südzümpfe liegt? Die Untersuchung der Höhle übernehmen? Klar. Ausgezeichnet, vielen Dank, doch seid vorsichtig. Wer weiß, was alles im Dunkeln lauert. Allerdings frage ich mich, wie ihr solch einen Edelstein nur gefunden habt. Ihr seid wirklich sonderliche Affen. Ja, ja. Na gut, dann gucken wir erstmal in der Höhle. Und später gehen wir dann zum Nu-Futtern. So, die Frösche, die berühmten, nervigen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. So, Höhle. Wir gehen zur Höhle.
und versuchen uns nicht von Monstern erwischen zu lassen. So, war die Höhle. Hier drüben. So, da unten ist eine Kiste. Das ist nur eine. Okay. So, wie kommen wir denn jetzt in die Kiste? Ah, jetzt. Zelt. Okay, Zelt ist gut. Wollen wir mal gebrauchen. Hier geht's nicht durch. Wir gucken, wie man die Kiste da unten kommt. Muss da irgendwo einen Durchgang geben. Ah, jetzt. Reptiden-Diadem erhalten. Okay. Kann man auch mal gucken, was das macht. Final-Elixier erhalten. Brauchen vielleicht fürs Finale, ne? So, jetzt können wir das wahrscheinlich hier sehen, weil wir unseren Edelstein haben. Ja. Okay. Eine Lichtemission von gewaltiger Stärke. Meine optischen Sensoren standen kurz vor der Überlastung. Doch sie hat uns einen neuen Weg eröffnet. Gehen wir? Klar gehen wir. Oh. Speicherpunkt. Lieber mal speichern. Speichern, genau. So, gespeichert. Mal sehen. Wir sind nicht allein. Schnell, versteckt euch. Seit wann verstecken wir uns? Ganz in der Nähe sollten Reptilien leben. Tsch. Was ist das? Endlich mal wieder gute Beute. Tsch. Meine Zähne haben sich viel zu lang schon nicht mehr in frisches Fleisch gebohrt. Nichts überstürzen. Tsch. Denen geht's noch früh genug an den Kragen. Lasst uns auf das Okay vom Boss warten. Hey, wer ist da? Lumineszenz, denen was anhaben kann. Ja, tatsächlich. Und das war's auch schon. Sehr gut. Was ist jetzt? Eine Angelegenheit von höchster Dringlichkeit. Wir müssen sofort die Dorfbewohner warnen. Eindringlinge! Wie bitte? In der Höhle wimmelt's von Monstern und die wollen unser Dorf angreifen? Das ist ja furchtbar. Wir müssen sofort die anderen warnen. Was sagt ihr? Das sind schlechte Neuigkeiten. Wir werden uns gegen ihre Übermacht nicht behaupten können. Wir werden diesen Ort verlassen und ihr solltet das auch tun. What? Wir können sie aufhalten. Das würdet ihr wirklich tun? Ich wäre euch natürlich unendlich dankbar. Doch lasst mich offen sprechen. Welchen Nutzen hättet ihr davon? Die Zahl der Feinde ist diesmal enorm, so sehr wir auch an unserer Heimat hängen. Sie ist es nicht wert, dass ihr euer Leben dafür riskiert. Nicht, dass ich an eurer Stärke zweifeln würde, doch ihr habt schon mehr als genug für uns getan. Und dafür danken wir euch. Bürdet euch bitte nicht noch mehr auf. Uns verbinden freundschaftliche Bande, nicht wahr? Und Freunden zu helfen ist das Selbstverständlichste von der Welt. Ihr seid zu gütig. Also gut, ihr werdet keine Vorbehalte mehr von mir hören. Unser Schicksal liegt in eurer Hand. Bitte nehmt das. Vielleicht hilft's euch ja. Urteilssichel erhalten. Sichel ist ja fast für Markus. Wir werden im Dorf bleiben und euch nach Kräften unterstützen. Der Rest liegt an euch. Man muss jetzt den Weg wieder latschen. Jetzt muss ich wieder zur Höhle gehen. Na sowas. Nochmal die
Eins, zwei und drei. Eins, zwei, drei. Ja. Krono ist noch eine Stufe aufgestiegen. Ach so, weiß gerade. Krono aufgestiegen, ne? Da müsste ja in seiner Ausrüstung. Der hat ja die Goldkreole, die Trefferpunkt-Maximum auf 50% erhöht. Aber ich glaube, er hat schon so Trefferpunkt-Maximum auch ohne die Goldkreole. Tempo-Ring, Tempo plus 3. Erhöht erteilten Schaden. Tempo plus 2, 50% Konter. Pip belebt seinen Träger einmal wieder. Barrierenring, Magiering, Präzisionsring. Trefferpunkt, wandelt EP in G um. Konstitution plus 2, Stärke plus 2, Präzision, Magie. Zeigt Gegnertreffer. Dann machen wir, geben wir ihm jetzt mal diese Geschichte, Geschwindigkeitsgeschichte. Tempo-Ring, Tempo plus 3. Ne, hat er genau, hat er nur 3 Trefferpunkte weniger. Und ist noch schneller. So, also auf nochmal zur Höhle. Hätten sie nicht Rückzug genauso schnell sein können, wie sie von der Höhle zu den Reptiden gekommen sind, aber nein. Uah, okay. Sie sind bereits weit vorgedrungen. Das Dorf ist in großer Gefahr. Oh, das hat ihn geheilt. Gut, dass das alles nichts nützt. So, die sind schon mal weg. Okay. So. Solange wir nicht den Stützpunkt stürmen und ihren Anführer niederstrecken, wird dieser Kampf kein Ende nehmen. So, nur mal wissen, wo der Stützpunkt ist. Ah, da wieder. Was ist mit dem? Läuft denn der hin? Hat wohl gar keine Lust. Macht das kaum Schaden. So, wunderbar. Weiter geht's. Hier ist der nächste. Da holt sich auch ein Kollegen. Da ist noch eine Fledermaus da oben. Achso, ich kann ja vielleicht sogar drum rumlaufen. Jetzt warten wir mal, bis er weggeht. So. Haben uns nicht bemerkt. So, also auf ein neues. Jetzt will ich erst mal gucken, was hier drin ist. Haufen Knete. Und nochmal Haufen Knete. Athenes Träne, nicht schlecht. Und noch ein Zelt. Ja, da ist wieder ein Durchgang. Und das ist so einer. Hat uns gesehen. Versuchen wir mal, was Lumineszenz mit denen anrichtet. Heilt die auch.
Und das? Halt die. Ah, so ein Mist. Also, jetzt händisch. Gut, Nummer 1. Nummer 2. Tja, wohin? Zwei Abzweigungen. Hier. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, wunderbar. Mhm. So, kurz ein bisschen heilen, ne? Feder erhalten. Blüte. Sturmgewehr, Fangzahn, Horn. Okay. Ach, die sind auch wieder da. Mist. Naja, die machen wir. Physisch greifen wir die an. Und Nummer 2. Gut, jetzt geht ja hier noch mal weg. Ist auch noch ein Labyrinth, ne? Hier ist eine große Tür, da ist eine große Tür und da ist eine große Tür und hier geht es nochmal rum. Nehmen wir mal die mittlere. Aha. Okay. Was haben wir jetzt gekonnt? Oh. Hey. Hey, zwar. Nee, ich wollte eigentlich nicht zurück. Mist. Oder? Nee, haben es nicht bemerkt. Hm. Sehen, ob das gegen die irgendwas hilft. Thank you.
Peptiden Gewand erhalten. Gucken wir später, was das alles macht. Okay. Und wieder ein Speicherpunkt? Oder waren wir hier schon? Oh, großer Raum. Ihr seid es also, die unsere Pläne vereiteln wollt. Wer seid ihr denn? Oh. Doch hier wird nur ein Plan vereitelt. Eurer. Oh, hat er keinen... Blubberramme? Such mal die Blubberramme auf den Feuertypen. Sehen, ob das was bringt. Na, zumindest entzieht Magie. Das ist nicht gut. Erstmal alles auf ihn. Mist, das hält ganz schön was aus. Frog müssen wir heilen. Uah! Ha! Lichtheilung, geringfügig alle. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Jetzt muss man versuchen, was auf beide wirkt, damit der... Ah, jetzt muss ich den Chrono eh nachladen. Und Frog auch. Wow, die sind ganz schön heftig. Regeneriert alle TPMP der Gruppe. Eines Gefährten.
Er generiert 150 Trefferpunkte, die Millenniumsfrucht. Will aber Ether eigentlich. Stark Ether. So. Jetzt ist Frog niedrig. Robo, meine ich. Sicher ist sicher. Wenigstens heilen sie sich nicht, oder? Froschgeschoss kann nur auf einen. Hat den anderen geheilt. Okay, jetzt muss man alles auf den setzen, bevor der meint, er müsste sich regenerieren. Nein! Warum kam der jetzt so schnell wieder? Sehen, dass physisch die überhaupt das ausrichten können. Ja, nicht viel. Okay, jetzt auf den anderen. Ja.
Lumineszenz hat nichts gebracht. Dann machen wir Raserei auf ihn. Okay, das war kaum der Rede wert. Fork hat auch keinen Mana mehr. Komm, wir müssen jetzt den blauen kriegen. Ja, das war schon mal gut. Ja. Noch jemand übrig? Nein. Oh. Krone aufgestiegen. Fork und Ovo aufgestiegen. Und nochmal. Hui. Damit sollte die Angelegenheit geklärt sein. Wir sollten die Dorfbewohner von unserem Erfolg unterrichten. Ihr habt's geschafft, ausgezeichnet. Endlich können wir wieder unbeschwert lachen und müssen nicht mehr um unser Leben fürchten. Wir können unserem Dank gar nicht genug Ausdruck verleihen. Unsere Nachfahren werden in Ehrfurcht von euren ruhmreichen Taten sprechen. Dies ist die Mutplakette, der älteste Schatz unseres Dorfes. Sie ist der größte Lohn, den wir euch anbieten können. Bitte nehmt ihn entgegen. Ihr seid unsere Retter. Mutplakette erhalten. So, na gut. Dann machen wir an dieser Stelle für heute Schluss, weil wir haben diesen Auftrag erledigt. Und beim nächsten Mal schauen wir dann den Nu zu füttern, den wir heute das Futter gebracht haben. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut, bis dann, euer Astronier. Tschüssi.